Hallo Slurps und willkommen zurück zu Stardew Valley. Guten Morgen, Glenn. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir werden heute mit Emily ins Kino gehen, zumindest ist das der Plan, und ein paar Geschenke verteilen. Müssen mal gucken, mit wem wir noch was offen haben und wem was schenken können. Leo können wir eine Feder schenken. Perfekt. Lucy können wir Hallo sagen. Elliot den Granatapfel. Sam hat nichts mehr frei. George suchen wir einen Lauch. Maro haben wir schon. Alex, volles Frühstück. Oh, schon wieder. Sebastian können wir nichts mehr schenken. Jess nicht. Robus. Penny! Oh Gott. Okay, das ist krass. Wir haben 1, 2, 3, 6 Herzen verloren mit Penny. Boah. Das ist unangenehm. Das tut mir mega leid. Och, Penny. Oh. Ach, das tut mir leid. Ich mag die Penny. Ich wollte nicht, dass das so wird. Ah, Klux, vielleicht habe ich zu viele Kleiemuffins zum Frühstück gegessen. Ah, krass. Bei allen anderen, wenn wir nicht auf die Avancen eingegangen sind, war das immer noch irgendwie okay. Bei Penny ist das jetzt richtig abgestürzt. Krass. Also ungewöhnlich für mich. Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist, aber es passt. Ich finde das ganz klug gemacht. Ja gut. Wir gucken gleich noch nach den Tieren. Gras werden wir uns noch kaufen. Auch die arme Penny. Na gut. Ist jetzt so. Ist verschlossen, 9 Uhr erst. Achso, okay, ich bin mal smart und gehe direkt zu Sandy. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, ich würde gerne den Teufel aufsammeln. Aber das Spiel möchte nicht, dass ich das mache. Okay. Wir behalten auch mal eine Milch für das volle Frühstück vielleicht. Das scheint mir ganz smart. Habe ich einen Trüffel einstecken? Aber hier, die Ziegenmilch können wir noch hier reinschmeißen. Hier ist jetzt ein Trüffel. Komm, echt jetzt? Na, rein mit dir. Gut, dann kochen wir mal ein volles Frühstück. Spiegelei. Ich kann keine Kartoffelpuffer machen, weil mir Kartoffeln fehlen. Das ist schade. Dann müssen wir Alex was anderes schenken. Aber der mag doch auch nur Lachsmahlzeit und Hasenpfote. Können wir Lachs angeln? Oder was brauchen wir denn für die Lachsmahlzeit? Lachsmahlzeit. Lachs, Amaranth, und Lachs gibt es zu angeln? Königin der Soßen. Boah, fast vergessen. Ihr Name ist Haley. Sie schreibt ihr letztes Mal hinzu, zu eine pinke Torte probiert und ich bin mich verliebt. Könntest du dein Rezept in der nächsten Folge vorstellen? Warum eigentlich nicht? Das ist eine fabelhafte Torte und ihr werdet nie die geheime Zutat erraten. Melone. Okay, kannte ich aber schon. Angeln-Info. Karpfen, Katzenfisch. Gotteslachs. Aber Gotteslachs ist kein Lachs. Aber es fehlen doch auch noch ganz viele andere, die man angeln kann. Ich check das noch nicht so ganz bei dem. Mit dem Format. Aber ist doch egal. Gucken wir mal schnell bei den Hühnern rein. Wir verkaufen gerade ein paar Sachen. In der Hoffnung, dass ein bisschen Geld springt. Hier nochmal kurz die Wolle abgeben. Trink mal einen Kaffee. Dun, dun, dun. Und hier kommt Wolle rein. Und hier kommt auch Wolle rein. Ach, so ein kreativer Poet. Rein mit dir.
Sie. Jetzt kommen wir mal in die Wüste. Und dann gehen wir zu Pierre und verteilen Geschenke. Und gucken vorher vielleicht bei den Tieren vorbei. So viel, was ich jetzt schon 1000 Mal gesagt habe. Sandy, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, wunderschön. Hey, hallo. Wenn du meine Freundin Emily in der Stadt triffst, kannst du ihr Grüße von mir sagen. Danke. Mach ich. Sie ist auch meine Freundin. Okay. Hasen. Gras. Hasen und dann Gras. Hallo, ihr alle. Einmal ein bisschen was verkaufen. Zack, zack. Okay. Und jetzt kommen die anderen Eier rein. Oh, perfekt, ein Hasenfutter. Dün, 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 dün. Und die Eier kommen in den Mayomacher. Und ein Ei haben wir noch frei. Hier. Wunderschön. Wunderschön gesungen auch. Bin immer wieder stolz auf mich, dass wir melodische Ergüsse applizieren kann. Ein Wunderwerk der Symphonien, die dem Orchester meines Mundes entspringen. Okay. Einmal Gras kaufen. Grasbündel. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir kaufen mal 100. Und das reicht? Reicht das? Wir kaufen 150. Okay. Ciao. So, wir suchen mal Alex. Und ich will mal mit Penny reden, auf jeden Fall. Was, haben wir gar keinen Lauch gefunden? Kommt noch. Penny zu Hause? Wahrscheinlich ist sie mit den Kindern in der Bibliothek. Ich will sie auch gar nicht mit mir reden. Das würde ich auch verstehen. Ich weiß gar nicht. Ist es besser, wenn ich warte, bis sie auf mich zukommt, oder? Nein, ich gehe jetzt auf sie zu. Ich lebe mein ganzes Leben lang schon in Pelikan, kannst du das glauben? Oh, ich schenke trotzdem noch mal Diamanten. Oh, ich. Nee, das ist zu weird. Das ist zu weird. Du hast Vincent schon 2 Geschenke gemacht. Liebes, ich werde es mal Nest geben. Du hast Jess schon 2 Geschenke gemacht. Mir fehlt noch Elliot und Alex. George, Alex. Ja, aber Penny. Nee, das wäre mir jetzt. Oh, ich habe dir gestern ein Herz gebrochen, aber. Einen Moment, ich hätte hier noch einen Diamanten, den würde ich dir gerne schenken. Ah, das ist mir zu weird. Nein, nein. Angeln. Ihr habt mir auch geschrieben, dass der Lengdorsch im Winter zu fangen ist. Das hat mich geärgert. Also nicht, dass ihr mir das geschrieben habt, das war super, sondern dass ich nicht selbst darauf kam. Und einfach diese Quest, ich weiß nicht, wie lange ich diese Quest jetzt schon offen habe. Ach ja, was soll man machen? Na gut, wir suchen mal schnell einen Lauch. Du läufst über den Bildschirm, Slur. Du sitzt auf dem Pferd und trägt eine gelbe Hose. Wir suchen trotzdem den Lauch. Gott, ich liebe es, über meine eigenen schlechten Witze zu lachen. Und dann gehen wir nochmal die anderen suchen. Ich habe viel Zeit mit Denken verbracht. Wenn du die Gründe hinter deinen Gedanken vollständig verstehst, erreichst du eine neue Stufe des Seins. Das mag gut sein. Das mag gut sein. Waren wir schon lange nicht mehr im Steinbruch?
Aber ich glaube, da wächst auch gar nichts an Laub. Hier unten was? Nein. Wie sieht's hier aber eigentlich aus? Oh, ganz okay. Das wäre schlimmer. Wollen wir gerade ein bisschen aufräumen? Komm, was soll's. Ich hätte gerne Lauch. Für George. Achso, Elliot können wir noch kurz suchen gehen. Aber wir machen hier gerade Ordnung. Und dann gehe ich mal los. An den Strand, wir müssen eh noch Venusmuscheln finden für den Obelisken. Wie witzig das hier aber aussieht. Ich finde das so cool, dass mittlerweile nur noch diese, dass wir immer mehr von den Erzsteinen hier haben. Wenn wir das hinbekommen, dass hier alles nur noch voller Erz liegt, das wäre cool. Da hätte ich Bock drauf. Okay, wir bauen gerade mal das Gras an. In unserer Oha der Hose. Damit wir noch mehr gebremst werden von allem, wenn wir durchlaufen. Aber das ist okay. Die Oha der Hose gilt der Entschleunigung. Entschleunigung des Körpers und des Geistes. So, hier unten kommt auch was hin für die lieben Dinos und die Bäume und die Enten. Und jetzt können wir noch mal hier was hinpflanzen. Hier sieht das auch nicht so kahl aus. Okay, hier müssen wir das auch noch mal echt viel schöner machen. Ha. So viel zu tun. Oh, wie sieht es eigentlich mit meinem Handy aus? Ich habe schon mal nicht mehr geguckt. Vielleicht können wir da die letzten Grasbündel verteilen. Das hier sieht so unfertig aus, aber ich muss warten, bis die ganzen großen Sachen gewachsen sind, damit ich das echt ein bisschen schöner machen kann. Oh, hier hätten wir neue Blumen auch aussehen können. Können wir immer noch machen, davon abgesehen. Hier ist noch der Komet. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo Blumen einstecken. Ist noch hier ein bisschen Ordnung. Immer aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Bombe lege. Ahornsamen. Okay. Einmal schnell Blumensamen holen. Ah, vielleicht ist der Wein auch fertig, aber ich glaube noch nicht. Nein. 18.20 Uhr, ja, dann können wir gleich ins Kino. Cool. Da haben wir hier noch Blumen, die im Frühling wachsen. Sommerblumen. Entschuldigung. Ich suche Frühlingsblumen. Hier. Zierlauch. Zierlauch? Okay. Zierlauch. Einmal hier rein. Wunderbar. Und hier ist auch noch Platz. Direkt das Gras wieder abmähen. Und hier oben war noch einer, oder? Ja. Zurück. Und dann geht's ins Kino. Hier rein mit euch. Okay. Und los geht's. Ich wollte auch unbedingt mal gucken. Das machen wir gerade noch schnell.
ob jetzt in der Jukebox das Lied aufgetaucht ist von der Band von Sam. U-Boot, Einmachglas geklimper. Oh, das ist ja fröhlich. Komm, das lassen wir mal. Lied der Federn, Emilys Tanz. Bandprobe. Bandprobe? Oh, das ist auch cool. Das Einmachglas war aber auch schön. Auch sehr fröhlich. Wir lassen jetzt mal die Bandprobe. Aber wenn die Bandprobe da ist, ist vielleicht auch das fertige Lied da. Erstmal geht's ins Kino mit der Emily. Ja! Ob ich herausfinde, was meine Frau für einen Snack haben möchte? Ich freue mich, mit dir einen Film zu sehen. Ich neige dazu, mich auf den Bildschirm völlig zu verlieren. Ich bin gespannt. Okay, was würde man... Ein Kohl-Smoothie, oder? Persönliche Pizza? Nimm den Kohl-Smoothie. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich hasst sie es. Das wird mich nicht wundern. Dann verliere ich auch alle meine Herzen mit ihr. Was läuft eigentlich für ein Film? Das mutige kleine Bäumchen. Das mutige kleine Bäumchen verlässt sein Zuhause. Er zögert einen kleinen Moment und dreht um, wissend, dass er für eine lange Zeit nicht zurückkehren wird. Die anderen Bäumchen seiner Baumgruppe haben sich am Rande der Stadt zusammengefunden, um ihn zu verabschieden. Emily scheint sich zu amüsieren. Oh, sie liebt es sogar, oh mein Gott. Emily genießt ihre Kohl-Smoothie sehr. Oh nein, aus dem Nichts fängt es an zu regnen. Das kleine Bäumchen fängt an zu sprinten, während sich ein Gewitter über ihn zusammenfällt. Um sein Leben fürchtend und wegen des unnachgiebigen Wolkenbruchs beginnt das kleine Bäumchen seine Hoffnung zu verlieren. Aber was ist das? Das Bäumchen fühlt ein Kribbeln auf seinem Kopf. Plopp. Vielleicht hat es ein bisschen Regen gebraucht, um die Reise, ein Baum zu werden, zu beginnen. Lebe wohl, kleiner Kumpel. Der Film ist für heute Abend zu Ende. Wir hoffen, Ihnen hat die Show gefallen. Schön. Filmbesuch mit der Frau. Ich fühle mich nach dem Film sehr positiv. Das bedeutet, es war ein guter Film. Hier führt eine lebhafte Diskussion über den Film. Lebhaft, lebhaft. Lebhaft, lebhaft. Angeschlagene Amphore, die haben wir aber auch schon, oder? Ja. Können wir vielleicht auch noch schneidern. Wir gehen mal ins Bett. Gehen wir also einmal schneidern und dann ins Bett. Ein Antiquitätenhemd. Ein Hemd mit einem uralten Muster. Cool. Ich bin happy mit meinem Outfit eigentlich. Irgendwie habe ich mich schon daran gewöhnt. Ja, das gefällt mir gut. Na gut, Leute. Ich habe leider Zeit nur für eine Folge. Also für einen Tag. Für eine Folge. Für einen Tag. Morgen geht's weiter. Ich weiß gar nicht, was wir morgen machen. Vielleicht gehen wir nochmal in die Höhle. Ich glaube, das wäre ganz gut. Insel und Höhle. Das klingt in einer guten Kombi. Und wir könnten die letzte Walnuss sammeln. Vielleicht gucke ich ja doch mal im Internet, wo sie zu finden ist. Weil wir gucken erstmal so und dann gucke ich im Internet. Ich glaube, das klingt fair. Alles klar, Leute. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Lasst mir einen Daumen nach oben und habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.